Bildwerke von Aris Kalaitzis sind immer darauf ausgerichtet, Räume zu erweitern. What you see in the painting is not what there really is. So there is a second layer in the painting. Man möchte eigentlich mit den Figuren da drin in Kontakt treten und sie fragen, warum liegst du unter einem Baumstamm? Warum ist die Schwerkraft bei dir aufgehoben? I think some of the paintings of Aris Kalaitzis are quite complicated and hard to understand. If you ask Aris Kalaitzis, what is the meaning of your painting, he keeps silence. He never tells a single word about what he did in his paintings. Zunächst einmal ist Schweigen eine Form der Kommunikation. Sie ist sicherlich in unserer beschleunigten Welt etwas, was eher selten ist. Und das Schweigen ist eine Form des Kontakts miteinander aufnehmen. Und ich glaube, dass sein Schweigen eine Berechtigung hat, weil man auch vielleicht über seine eigenen Kunstwerke Interpretationen anderen überlässt. Wenn ich dann hinter dem Bild zurücktrete und verschwinde. Die Räumlichkeit in den Bildern von Aris Kalaitzis ist meines Erachtens insofern so faszinierend, weil die Räume sind alle natürlich ein wenig künstlich wirkend, ein bisschen wie Filmstills, man ist an Bühnensituationen erinnert, man ist an ganz präzise Kameraausschnitte erinnert. Was auch immer mitschwingt, ist so eine Form von Endlichkeit der vorgestellten Räume. Die werden irgendwie zu einer Grenze geführt und dann beginnt etwas anderes, ein anderer Raum, teilweise im Bild selbst zitiert, oftmals aber einfach nur als Ahnung. So ein bisschen wie wenn man in ein Filmstudio hineinschaut, vielleicht von oben oder von der Seite, und dann nicht nur den jeweils gewählten Kameraausschnitt sieht, sondern eben auch die Aufbauten dahinter, ein bisschen quasi das Making-of, das allerdings hier auf eine ganz, ganz poetische Ebene gebracht wird. Also das, was ich hier sehe, ist so ein wenig, um jetzt Alfred Kubin zu zitieren, die andere Seite, dass es immer eine andere Seite gibt.
er hat mir erzählt, das ist eben auch das Schöne für mich, dass er ein Bewusstsein der Leere braucht und sein Sein und sein Bewusstsein irgendwo so in dieser Dialektik schwebt, um dann eben erst eine Geschichte erzählen zu können. Er maßregelt ja nicht, er will nicht die Welt verbessern, er will nicht politisch sein, er will, glaube ich, einfach ja, beim Betrachter das limbische System entwickeln. Wir haben bei diesem Bild der Tag der großen Hoffnung drei Figuren. Und wenn man sich einen Moment lang in alle drei dieser Figuren hineinversetzt, hat man drei verschiedene Situationen des Bewusstseins. Vielleicht eine Art melancholische, depressive Situation von der Frau. Man hat einen völlig berauschten, fertigen Typen und dann hat man einen Träumer auf der Motorhaube sitzen. Und das ist eben dieses Charakteristische des Sotorealismus oder des Sotorealisten, dass er versucht, in einer Szene verschiedene Grade von Wirklichkeit zu vereinen. Und das hat man hier in diesen drei verschiedenen Bewusstseinssituationen, die man in den Figuren hat. Gleichsam hat man, was den Sotorealismus nochmal betrifft, auch diese abgewrackte, ans Ende gekommene Landschaft mit dem Industriewald hinten dran, der auch nur noch seine Abholzung entgegen wächst, und dann eben das Bild der Hoffnung an der Morgenröte. Also auch hier wieder zwei verschiedene Wirklichkeiten, also eine, die eher in die Vergangenheit der postindustriellen Welt verweist, und dann eine, die in die Zukunft oder vielleicht auch in das Künftige, also in das Eschatologische vielleicht hinein verweist, nämlich das Moment der Hoffnung. Most of the time there is a very strong tension. There's a tension between the landscape, the beautiful landscape, with the living animals, the living people. But most of the time there is something wrong in the paintings. There is something which does not fit. There is a really strong tension between landscape, between the objects, between the human beings in those paintings. And it's difficult to explain that, because everybody has his own reality. And this is Calais's reality. One of my favorite paintings is Himmelmacher, Skymaker, from 2008. It's a big painting. It's almost 2 square meters. And that's for me one of his most important paintings. Why? Because from technical skills, it's excellent. It's a really perfect painting. But also from a content point of view, it's so interesting, because what we see is a beautiful angel coming down from the ceiling in a kind of shed. Most of the times angels are old-fashioned, they are boring, but this is an exciting angel. Aris Kalaitzis malt nicht etwa so ein 19. Jahrhundert Engel, sondern er malt die in modernen Kostümierungen, also in modernen Kleidungen. And behind her there is a wall, but a very beautiful red wall with wallpaper. And on that wall there is a mirror. And the beautiful thing is that in that mirror you see the angel from behind, and that makes the painting very, very special in terms of the dimensions and in terms of the perspective. And next to her we see a man, and he's looking to something we cannot see. And that man is not aware of what will happen with him. And I think that she will take him. Die Frage ist,
wenn wir diese Bilder nur schwer auflösen könnten. Ich stimme dem übrigens zu, dass das so ist und dass die ganz schwierig aufzulösen sind. Das hat aber etwas zu tun natürlich mit unserer eigenen Blindheit. Die Blinde gibt es übrigens auch in anderen Zusammenhängen dieser Bilder, auf den Bildern selbst, die gar nicht wahrnehmen, was da passiert. Also wir sind im Grunde als Betrachterin in die Bilder eigentlich hineingenommen. Wir beobachten da etwas, was wir sehen oder nicht sehen, wo wir uns mit beschäftigen können oder nicht beschäftigen können. Es geht uns also im Grunde wie den Personen auf den Bildern selbst. In einer sehr persönlichen, nennen wir es einmal Betrachtung des Gemäldes Die Wiederkehr eines Abschieds von Aris Kaleitzis, sehe ich diesen Aspekt der Wiederkehr räumlich gespiegelt als Erinnerungsphänomen auf vielen Ebenen. Es geht um eine Art von innerer und äußerer Betrachtung, um eine Lesung eines offensichtlichen Abschiedsbriefes, einer Erinnerung an vergangene Zeiten, die auch durch die entsprechend prägnante Hintergrundformulierung eines Porträtgemäldes noch deutlich inszeniert wird. Und es geht darum, dass diese Erinnerung einen Boden aufreißt. Diese Erinnerung taucht gleichsam auf. Wir kennen das ja als Sprachbild. Insgesamt gibt es so etwas wie eine Atmosphäre der permanenten Erinnerung und gleichzeitig eine Atmosphäre, in der beständig so ein wenig der Boden weggezogen wird. Der Boden weggezogen wird hin zu einer Öffnung, in die sich immer wieder von Neuem hineinfallen lässt. Also eine Form von Erwartung, die vielleicht schon längst in der Realität enttäuscht ist, die aber trotzdem als Gefühl, als atmosphärische Situation immer wieder zitiert wird. Als Carol Strickland sich mit den Werken von Aris Kaleitzis auseinandergesetzt hat, hat sie eigentlich eine ganz seltsame Erfahrung gemacht, nämlich, dass sie gesagt hat, naja, dieser Begriff Realismus und dieser andere Begriff Surrealismus, die passen eigentlich nicht ganz gut. Und weil diese zwei Begriffe, Realismus, Surrealismus, nicht so richtig passen, hat sie dem Realismus ein anderes Präfix gegeben, nämlich das Wort sotto. Und sotto kennt man ja vielleicht auch aus der Musik, also das sotto voce, das sanfte Sprechen, das Flüstern. Und in der Hinsicht könnte man sagen, Sotto-Realismus ist so eine Art sanfter Realismus. Ein Realismus, der nicht vordergründig ist, der nicht diese gesamte Wirklichkeit, die wir gleich hier so und jetzt erleben, abbildet, sondern meint, dass wir auf eine sanfte Weise verschiedene Wirklichkeitsebenen importieren. Wenn man von diesem Konzept der Raumvorstellungen in den Bildwerken von Aris Kaleitzis ausgeht, kommt man eigentlich sehr schön auf diesen Begriff des Sotto-Realismo, also eines Art unterschwelligen Realismus, der, wie der Name sagt, eben nicht so darüber hinwegfliegt wie der Surrealismus, sondern ein wenig den Boden wegzieht, also immer noch eine Art doppelten Boden, wir sind schon wieder in der Welt des Theaters, einen doppelten Boden eröffnet. Gerade beim Gemälde Die Wiederkehr eines Abschieds ist das ja auch sehr schön vorstellbar, wie hier die nackte Frau aus einer ja, fast unendlich scheinenden Wasserfläche auftaucht, aber trotzdem versunken ist in dieser. Und diese Wasserfläche ist so eine Art Bodensituation, also ein Realismus unter dem vorgestellten Realismus, im konkreten Fall eines briefelesenden Mannes, der sich mit Realitäten konfrontiert, die unter ihm passieren. So erscheint es zumindest in diesem Bildwerk. Also ich denke, dass dieser Begriff des Sotto-Realismo sehr viel mit diesen Raumvorstellungen in seinem Werk zu tun hat. Thank you.
I have a favorite painting from Ariskalaisis. It's a painting from a group of people standing behind a drinking bar with a barkeeper behind it. On the bar there is a sign. It says Wunderbar, and you see the barkeeper who is not aware of what kind of wonder is happening. Dieses Nichtsehen oder Sehen hat natürlich etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Und Ariskalaisis sagt ganz einfach, dass diese Wirklichkeit aus vielen, vielen, vielen Schichten stattfindet. Und ein Begriff dafür, um das überhaupt in die Wahrnehmung hineinzubringen, ist dieser Begriff Sotorealismus. Dass es unter dem, was wir sehen, noch viele andere Schichten gibt, die diese Wirklichkeit beschreiben. Die Wurzel ist wohl symbolisch immer ein Zeichen unserer Verwurzelung. Wo kommen wir her? Wo sind wir entstanden? Was ist unsere Tradition? Diese Tradition ist aber als Baum ja gar nicht mehr zu sehen. Sie ist im Grunde abgeschlagen. Und da liegt dann nebendran dieser gekreuzigte Petrus, der schon nicht mehr in die Tradition der Kreuzigung Jesu eingestiegen ist, sondern gesagt hat, ich möchte andersrum gekreuzigt werden. Also es kommen in dem Bild viele Zeichen des Verbundenseins mit der Tradition, in diesem Fall mit der christlichen Tradition vor, aber auch im Grunde Zeichen der Verweigerung dieser Verbundenheit, des Loslösens. Den Strang der Verbundenheit, das wird dann viel offener hergestellt in diesem Band, das mit einem Engel verbunden ist. Weder mit der Wurzel noch mit dieser Mann, der da liegt, ist einfach mit einem Engel verbunden. Dabei bleibt es. Da ist die ganze Skepsis von Ariskalaisis den religiösen Kontexten gegenüber, wird auch darin deutlich. Das Erstaunliche an dem Bild ist, dass eigentlich das Reale als Vision dargestellt wird. Also der Papst wird durch ein Oberlicht beleuchtet und bekommt dadurch einen fast visionären Charakter. Übrigens wieder ein typisches Element der spanischen Barockkunst. Visionen sind ein ganz wichtiges Thema. Und das Witzige ist aber, dass auf der anderen Seite das, was eigentlich die Vision ausmacht, nämlich ein geflügelter Mann, dass der eben nicht beleuchtet ist, sondern dass der in dem Raum im Dunkeln steht. Und der weist mit dem Arm auf den Boden, na, und holt sozusagen die Vision zurück in die Realität. Daraus entsteht also die Spannung des Bildes. Und das umso mehr, dadurch, dass es jetzt den Papstwechsel gab und damit auch ganz andere Ideen in den Vordergrund gerückt sind, also Reformideen, na, die hier von diesem Geflügelten auch eingeklagt werden.